So, das ist unsere Questkarte. A mecca of madness and morbidity. Your okay. work begins. Mhm. Ja, meine Arbeit beginnt. Also, Quests kann man hier annehmen. Es gibt verschiedene. Und man muss immer 4 Helden mitnehmen. Dafür muss man unten 4 Stück hinpacken. Das Schöne ist, die schreien auch, wenn man die falschen nimmt. Ich flehe dich an, nein. Ja, also, wenn man das aktiviert, ist schon sehr schön. Also, ihr seht das oben. Ich habe gerade ein sehr dunkles Dungeon für die Expertstufe 6 ausgewählt. Da schreien die. Ich sehe mich nach Abenteuern. Ja, sagen die so. Wenn ich da oben drauf gehe, nicht. Das wäre Selbstmord. Ich würde keine Minute überleben. Die tun also da total... Das ist lustig. So, was gibt's denn hier? Wappen, Stein des Blutes, naja, so ganz gewöhnlich. Wir müssen erstmal klein anfangen. Ist klar, ne? Und wir brauchen natürlich jetzt, wir brauchen Leute. So. Erstmal irgendwie rein. Ich glaube, die Reihenfolge ist gar nicht so wichtig, weil du kannst sie später sowieso ändern. Ja, wir sind ausgerüstet. Also, denkt man jetzt so. Jetzt geht es... The cost of preparedness, measured now in gold. Later, in blood. Für meine erste Quest, also man, das ist immer so, dass du vor der ersten Quest in den Shop darfst und dann darfst du dir mit dem restlichen Geld Sachen kaufen, die dir auf der Reise helfen. Und hier sollen wir 8 Nahrungsmittel und 4 Fackeln mitnehmen. Nehmen wir mal das Ding. Was jetzt für, ach egal, ich nehme einfach von beiden. Das hier war Nahrung. Ja, könnte eigentlich reichen. Ich nehme mal Binden mit wegen Bluten. Und ja, 2 Schaufeln sind auch ganz gut. Man kann das ja später behalten sozusagen. Also man verliert das nicht, wenn man das. Ich glaube nur, wenn man den Dungeon abbricht oder so. Ich weiß noch nicht genau die Regel, weil ich hatte schon mal das Gefühl, dass ich am Ende nichts mehr hatte. Okay, ich würde sagen, wir sind so weit für den ersten Dungeon. Du hast für die Expedition wenig Nahrung gekauft. Okay, dann war das das. Dann habe ich das verwechselt. So, 8 Nahrung. Wir können auch 2 mehr kaufen. Wir haben ja, ist ja sowieso das Gegengift. Na, lassen wir es. Es ist sowieso, dass wir auf Leichenschwierigkeitsgrad spielen. Und normalerweise hat man, glaube ich, gar nicht so viel Geld. Wie gesagt, das Let's Play wird wahrscheinlich trotzdem nicht langweilig, weil es lange dauern wird. 40 Stunden, würde ich sagen, sind jetzt nicht so wenig. Juhu, es geht los in der Ruine des Ansitzes. Sei neugierig, aber vorsichtig. Das Heldenmenü. Ja, es gibt Ticks, Fähigkeiten und Resistenzen. Können wir mal kurz reinschnuppern. Jetzt muss ich nur gucken, wie der Knopf war. Ja. So nicht. Moment, wie war das jetzt? Wie konnte man denn jetzt? Ach so, so. So war das, genau. Ja, also hier gibt es einmal die Ticks, von denen ich schon gesprochen habe, die sich verändern können. Das sind halt positive und negative. Krieger ist lesgeschickte Spieler. Gut, wir können ja mal kurz drüber gehen, wobei das meiste klar sein sollte. 10% Schaden bei Licht über 75. Das bestimmt wird über die Fackel bestimmt. Erhöhte Chance bei einem Spielen zu gewinnen. Super. Kurz würde ich will nur im Dorf beten, um Stress verringern. Das ist, wenn es um Stress verringern geht, dann geht man halt ins Dorf und lässt ihn halt beten. Am besten ist der Platz frei. Gegenstände stehlen, ja, kann uns wahrscheinlich nur helfen. Denke ich mal. Man hat halt eine Rüstung und ein Schwert oder irgendwas anderes. Widerstände sieht man hier. Lagerfähigkeiten. Das habe ich allerdings noch nicht. Was das bedeutet. Also Rückgrat zeigen. Stress wird um 15% gelinder. Ein Gefährte. Mhm. Also das sind, glaube ich, so die... Also die defensive Fähigkeiten, sage ich mal.
oder Verteidigungsfähigkeiten. Und das sind die angreifenden Sachen. Und was hier oben ist auch noch sehr interessant. Es gibt empfohlene Positionen für deine Charaktere, für deine Figuren. Und dann gibt es einmal die beste Position auf der Teamseite und einmal die beste, also das beste Ziel auf der Angriffsseite. Und die Kunst ist wahrscheinlich, alle Figuren so unterzubringen, dass sie immer effektiv sind. Weil manchmal gibt es auch, hat man sehr viele gleiche. Also ich hatte schon mal zwei gleiche oder drei. Es war dann, ja, daran schnell klar, dass es nicht ging. Und dann muss man damit handeln. So, ja, ich würde mal sagen, Attacke. Ich würde erst nochmal... Ja, Entschuldigung. Ich würde erst gerne nochmal meine Leute durchwechseln, damit wir die richtige Position für die richtigen Spiele haben. Das ging so, genau. Der ist besser an zweiter und dritter Position. Kann er ja machen. Und sie ist besser an der letzten oder an der dritten Position. Ach, wie schön, da kann man die auch wechseln. Moment, sehe ich gerade L1 und R1. Dann schickt man die nach hinten. Oder auch nicht. Ach so. Jetzt haben wir nur zu dessen Charakter gewechselt. Na gut. Der ist besser an dritter Position. Das passt mir. So kann man die nicht durchwechseln. Gut. Ich lerne noch ein bisschen die Steuerung. Und wir tauschen natürlich mit ihr. Und dann müsste das eigentlich sehr gut passen. Ich würde sagen, dann können wir anfangen. Halt. Warum denn halt? So heranzoomen. Okay, mal gucken. So, los geht's. Hey, eine Fackel! Wealth beyond measure. Jetzt können wir gleich benutzen. To the brave and the foolhardy alike. Damit uns nicht so dunkel ist. Und da stehen uns schon die ersten Untoten im Weg. So, was machen wir denn erstmal? Ich würde sagen, ermutigen. So, der ist schon mal schneller gemacht. Die kann gut heilen, das ist sehr schön. Puppenheilung lohnt sich nicht. Ich mach mal auf ihn hier. Kritisch! Yay. Und er hat sogar weniger. Er ist wieder zuversichtlicher. Er hat weniger Stress und wieder mehr. Naja, gut. Das ist ja auch eine außergewöhnliche, sag ich mal, ein außergewöhnliches Gameplay, dass man mit der Angst spielt, dass es ein Spielelement ist. Es ist aber nicht ganz neu. Das kam schon mal auch in einem Lovecraft-Spiel vor, nämlich in Call of Cthulhu. Da war das auch schon mal Thema, weil ich denke mal, es wird gerne als Aspekt genutzt, weil Lovecraft hat vor ungefähr 100 Jahren gelebt und da gab es halt noch nicht so viel fantastische Geschichten oder halt, wie sagt man das noch? Da war das noch nicht so drin, dass man halt so diese Fantasiefiguren alles hatte und es war alles fremd und das war halt alles neu. Da war halt Fantasie, fantastische Roman oder Figuren noch sehr kritisch gesehen, sag ich mal. Das war auch gut zu bemerken, ich weiß nicht. Ihr müsst euch mal ein Interview angucken zu dem ersten Alien-Film. Ihr würdet euch wundern, wie die Leute reagiert haben. Das würden heute die wenigsten. Also Alien würde heute kaum noch wen erschrecken. Es sei denn, du hast dich dafür noch nie interessiert. Aber bei dem ersten Alien-Film
der ja auch erst, ich weiß nicht, 20 oder 30 Jahre her ist. Die Leute sind rausgerannt. Und jetzt stellt euch das nochmal 70 Jahre früher vor. Die haben keine Ahnung gehabt, was auf sie zukommt und so. Und in Lovecrafts Geschichten sind die Protagonisten reihenweise umgekippt. Einfach weil, einfach durch den Schock, was das für komische Figuren waren oder auf was für Wesen sie getroffen sind. Okay, klar, ich will jetzt auch nicht von Cthulhu oder so überrascht werden. Aber in welchen Horrorfilmen kippen heute noch Menschen vor Angst um? Ja, das ging ja so von selbst. Das ist schön. Citrin, Jade hat auch einen Goldwert. Der ist bestimmt gut verkaufen. Büste. Gut, eine Büste aus der Gegend. Von einem berühmten Blabla. Was man mit den Büsten macht, weiß ich allerdings auch noch nicht. So, das sind ja nur zwei. Die sind beide gleich stark, denke ich mal. Ich schwäche einfach mal den hinteren. Ja. Hat ihn leider nach vorne gebracht. Macht aber nichts. Wir töten trotzdem den hinteren. Stärke. Ja, gut. Wir kommen wohl sehr heil davon. Was ist das denn? Richtspruch. Mhm, okay. Was? Heilen? Selbst. Achso. Interessant. Durch Angreifen heilen. Das ist auch sehr schön. Their formation was broken. Maintain the offensive. Ich finde die Musik auch sehr geil. Another one falls. Das ist beunruhigend. Ghoulish horrors, brought low and driven into the mud. Genau. Unverschlossene Truhe. Ja? Lass mal gucken. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Mhm, sehr schön. Eine Menge Kram. Sind wir schon durch? Nee. Es geht noch ein... Oh, das ist aber ganz schön groß für ein kleines Dungeon. War das echt schon so groß? Ich weiß es nicht. Ob das vorher schon so groß war? Naja. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Wir haben auch viel Unglück. Naja, wir nehmen eine Schaufel, weil sonst kriegen alle Schaden. Weil das geht halt auf die Gesundheit, wenn man buddelt. Ist halt ganz schön viel zu buddeln. So muss man sich das wahrscheinlich erklären. Was ich gerne machen möchte ist... Naja, ich glaube, wir essen es noch ein bisschen zu früh. Aber Fackel. Es wird nämlich ganz schön dunkel hier. Ey, jetzt stell dich mal nicht so an. So, los geht's. Man bemerke übrigens auch noch, neben den Energieleisten rechts ist so ein kleiner gelber oder weißer Balken. Das heißt, die Leute sind noch in dieser Runde dran. Verwirrender Knall, Fernkampf, was macht das denn? Betäuben. Kann man eigentlich mal machen. Betäubt, hat hingehauen. Jetzt habe ich die Hexe nicht erwischt, ich dachte, das war streuend. Ein Tentakel! Lovecraft hatte furchtbar was gegen Unterwasserwesen, besonders wenn es Kraken oder sowas waren. Er fand das richtig abscheulich. Und wenn sich da irgendjemand mal näher mit Lovecraft beschäftigt, kümmert euch bitte nicht darum, dass es manchmal rassistisch wirkt. Er kommt aus Großbritannien, glaube ich. Und zu seiner Zeit war das leider normal. Man kann diese Ansichten natürlich, man muss diese Ansicht nicht teilen. Ich tue es auch überhaupt nicht. Ich habe absolut nichts gegen Ausländer und also wenn sie sich benehmen können natürlich. As the fiend falls,
Und ja, man muss es einfach akzeptieren. Es war halt damals so, dass es halt eine Gesellschaft gab, die weniger angesehen war. Also deutlich weniger angesehen. Und nicht nur so, weil dann jetzt ein bisschen Job hat oder so. Slowly, gently. Na, schaffen wir hier wie von selbst. Schaden, 100%, oder? 15% Schaden, keine Ahnung, Zielstärke. Schmeißen wir da irgendwas drauf. Ja, widersetzt. Ja, weg. Geil. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Gut, es ist ein unschönes Thema. Ich denke, das müssen wir eigentlich nicht diskutieren. Man sollte gegen keinen Menschen etwas haben, nur weil er woanders her abstammt. Was ich jetzt noch gerne machen würde, ist eigentlich einen Namen vergeben. Ich weiß nicht, ob man es noch kann. Ich versuche das eben. Nee, nicht den. Nicht den, nicht den. Kann ich das von ihr machen? Ja. Na? Held umbenennen. Ah, jetzt geht es. Sehr gut. Dann können wir uns mal darum kümmern. Wird ja auch Zeit. Oh, das war ein Bild von einem Kürbis. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit, ich weiß nicht, einem weiblichen Charakter. Wir sagen mal, das ist Nadine, die Heilerin. Juhu! Und Dismas war eine der Anfänger. Wo ist denn der da? Der muss auch noch einen Namen kriegen. Ile, das kann ich sowieso keiner aussprechen. Lovecrafts Monster haben auch irgendwie Namen, die gar keiner aussprechen kann. Ich habe selber auf Steam habe ich so einen Namen, den ich mir aufgrund seiner Art, wie ein Namen sich ausdenkt, auch gemacht habe. Einfach weil ich es nicht lassen kann. Und ich würde sagen, den, ja, wir sagen mal Gringo. Gringo. Er sieht es auch nicht. Der Name erinnert mich immer an irgendwelche Spanier oder so Mexikaner, so aus einem Western-Film. Ich habe ihn leider nie gefragt, warum er so einen Namen genutzt hat. Die 1992 muss jetzt nicht dahin. So. Hehe. Ja, jetzt haben wir den Namen gegeben. Finde ich sehr gut. Ja, damit hätten wir die ersten richtigen Spieler hier, also Abonnenten hier drin. Hallo! Mal gucken, wie ihr euch schlägt. Und wenn ihr böse zu mir seid, dann gibt's, dann müsst ihr leider dran glauben. Gut, müsst ihr wahrscheinlich sowieso. Übrigens würde es mich gerade interessieren, ob man die Steuerung, also das Gameplay leichter oder schwerer stellen kann im Nachhinein. Wenigstens höher, falls nötig. Wenn wir merken, es geht halt viel, viel zu leicht. Nachteile. Dorfereignisse normal. Erweiterte Spieloptionen. Nee, sieht nicht so aus. Aber macht nichts. Nur sollte es sein, dass wir uns entscheiden, dass es doch zu leicht ist. Dann fange ich vielleicht nochmal von neuem an, weil man merkt, weil das ist schnell geschafft, denke ich, wenn man beim zweiten Mal spielt. Die Fackel, es wird dunkel. Deine aktuelle Lichtstärke beeinflusst viele Mechaniken im Spiel. Je dunkler es wird, desto höher die Schwierigkeit, aber umso fantastischer die Belohnungen. Rechtsklick auf eine Fackel in deinem Inventar, um das Licht wieder aufflammen zu lassen. Jawohl. Das ist halt auch so ein Argen. Übrigens, wenn ich den linken Trigger drücke, dann sieht man das hier. Fackel löschen, Fackel verwenden. Kann man das direkt beeinflussen. Und hier sieht man einen Lichtwert auch. Trübes Licht, 70.
gibt immer nur Stress plus Erkunden plus überraschte Monster. Richtig effektiv jetzt.